Es ist wieder Zeit, den Göttern des Olymps zu trotzen. Kratos ist zurück und sieht besser aus denn je. Doch nicht nur Grafikverbesserungen erwarten euch in God of War 3 Remastered für die PS4. Ob sich der Kauf der optisch verbesserten Fassung jedoch lohnt, erfahrt ihr in meinem Review-Video zum Spiel. Meine Rache endet jetzt. Zurück in das Jahr 2010. Das Release-Jahr von God of War 3. Bereits damals hat das Spiel durch sein actionlastiges Gameplay, sein Setting und eine hervorragende Grafik ordentlich punkten können. Also, warum sollte sich daran jetzt was geändert haben? Hier mal eben eine kurze Zusammenfassung. Ihr steuert im Spiel den Spartaner Kratos, der nur eines im Sinn hat: Rache an den Göttern nehmen. So beginnt das Spiel recht spektakulär damit, dass Kratos zusammen mit den Titanen den Olymp erklimmt, um seinen Rachefeldzug fortzusetzen. Die Grundlage ist dabei natürlich die griechische Antike und Mythologie. Auch die Gameplay-Elemente haben sich natürlich kaum verändert. So schnetzeln wir uns, wie bei einem Hack'n'Slay üblich, brutal durch die Gegnermassen, benutzen dabei unsere Klingen, Schwerter oder den Bogen. Wir kämpfen gegen riesige Bossgegner, bei denen etwas mehr Taktik erforderlich ist, und bei bestimmten Gegnern ist es möglich, einen blutigen Finishing-Move anzusetzen und die Gegner dann per Druck auf die richtigen Tasten kalt zu machen. Also alles beim Alten. Okay. Vielleicht nicht ganz, denn natürlich trumpft die PS4 Remastered Version mit einigen kleinen Neuerungen auf. So läuft das Spiel nun nicht mehr auf 720p, sondern direkt in 1080p und auch die Framerate ist höher als noch in der PS3 Version. Es werden 60 FPS angestrebt, jedoch werden diese im Spiel nicht immer erreicht. Im Prinzip ist es aber egal, denn das Spiel läuft trotzdem super flüssig und sieht allgemein besser aus als je zuvor. Vor allem bei einem Blick aufs Gewässer fällt auf, dass sich hier einiges getan hat. Aber auch weichere Schatten, verbesserte Partikeleffekte und insgesamt schönere Texturen bekommen wir hier spendiert. Schaut man hier einmal auf das Charaktermodell, so fällt auf, dass dieses nicht nur schärfer ist, sondern auch die Gesichtsanimationen besser sind und überarbeitet wurden. Schade ist jedoch, dass dies nicht für alles im Spiel gilt, denn alles wurde dann doch nicht überarbeitet. Zwar wurde ein großer Teil der Texturen, wie bereits gesagt, verbessert, doch es gibt noch einige Texturen im Spiel, die offenbar noch aus dem Original verwendet werden. Auch die kleinen Filmsequenzen scheinen nicht überarbeitet worden zu sein und wirken daher ab und zu leicht deplatziert im Spiel. Das ist aber nicht nur bei den Filmsequenzen der Fall, sondern auch bei manchen Charakteren bzw. bei anderen Charaktermodellen von irgendwelchen Monstern oder eben Verbündeten, die man im Spiel antrifft. Und sie wirken einfach, als seien sie im falschen Spiel. Sozusagen wie das Monster im HD-Texturenparadies. Da dies allerdings eher einen geringen Teil des Spiels ausmacht und der Großteil wirklich, und damit meine ich wirklich, intensiv und gut überarbeitet wurde, drücke ich da mal noch ein Auge zu. Vielmehr stört mich hier der Fakt, dass hier wirklich nur God of War 3 überarbeitet wurde. Ich verstehe, dass dieser Prozess sicherlich mit sehr viel Arbeit verbunden ist und man so etwas wie eine Nathan Drake Collection oder eine Master Chief Collection nicht mal eben nebenbei raushaut. Doch warum gerade God of War 3? Das Spiel knüpft direkt und ja, wirklich direkt an die Handlung seiner Vorgänger an. Man wird ja praktisch einfach reingeschmissen. Wir kennen also den Großteil von Kratos Vorgeschichte nicht, weshalb es Spielern, die sich noch nie mit der Reihe befasst haben, wo er schwerfallen sollte, in die Handlung richtig reinzufinden, da durchzublicken und die Hintergründe zu verstehen. Also kommen wir jetzt mal zu meinem kompletten Fazit zur Remastered Edition von God of War 3.
Ja, der Großteil des Spiels wurde wirklich gut, intensiv und mit Gewissen überarbeitet und sieht dank zahlreicher neuer Texturen, Charaktermodellen, weicherer Schatten und besseren Partikeleffekten besser aus als je zuvor. Wobei man anmerken muss, dass selbst die PS3-Version heute nicht gerade hässlich aussieht. Aber rechtfertigen diese Sachen den Kauf für ca. 50 Euro? Meine Antwort darauf lautet nein, denn wer sollte sich dieses Spiel denn bitteschön kaufen? Also jetzt nicht falsch verstehen, für Spieler, die es bereits gespielt haben, gibt es keinen Grund, das Ganze nochmal zu spielen, beziehungsweise nochmal 50 Euro dafür zu bezahlen, für etwas, das sie schon gespielt haben, auch wenn hier die DLCs in der Remastered-Fassung mit integriert sind. Und für neue Spieler, die noch nie irgendwie God of War gespielt haben, fehlt schlichtweg die Story von God of War 1 und 2, also dieser Tiefgang. Also sollte es den seltenen Fall geben, dass hier jemand eine PS4 besitzt und auf der PS3 damals nur Teil 1 und Teil 2 gespielt hat, die Leute dürfen gerne zuschlagen und sich die Remastered-Fassung von Teil 3 gönnen. Denn ihr bekommt hier für 50 Euro den dritten Teil mit allen DLCs und nochmal in sehr schön. Alle anderen würde ich abraten oder beziehungsweise würde ich dazu raten, sich den Kauf gut zu überlegen. Und solltet ihr auf Story scheißen und einfach draufdreschen wollen, ja, okay, dann könnte das tatsächlich was für euch sein, denn letztendlich ist God of War 3 Remastered eine nette, hübsche Prügelei für die PS4. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, unbedingt einen Daumen nach oben geben. Das dürft ihr nicht vergessen. Das unterstützt mich einfach ungemein. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, noch mehr Reviews zu Spielen, allgemein Gaming-News und alles rund ums Thema Spiele, dann unbedingt den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Krangles.